Yo, Pokémon-Freunde! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play in Pokémon Mond. Heute, bevor wir ins Spiel starten, möchte ich ganz kurz mit euch zusammen die Ursprünge der Pokémon entdecken, die jetzt nicht direkt was gleich mit legendären Pokémon zu tun haben. Klar, es gibt in den prähistorischen Aufzeichnungen auch, ja, legendäre Pokémon, könnte man sagen. Das sehen wir hier. Das sind Aufzeichnungen von, ja, Incognito, der die Buchstabensprache der Pokémon irgendwie darstellen und ihre ganz eigene Geschichte haben, ein ganz eigenes Mysterium haben. Und ja, von den Incognito gibt es immer nur mal Abdrücke und halt Aufzeichnungen und Malereien. Allerdings geht das Ganze noch weiter in den früheren Zeiten von den prähistorischen Pokémon, die in unserer Pokémon-Welt gelebt haben. Gab es immer mal wieder Fossilien? Also versteinerte Pokémon, Überreste von Knochen, pflanzliche Überreste von Pflanzen-Pokémon. Und das erste Mal sind wir mit solchen Pokémon durch Amonitas, Kabuto und Aerodactyl in Kontakt getreten in der roten und blauen Edition. Ne? Erinnert euch an diese Fossilien-Pokémon? Ja, das sind die ersten Zeugnisse alter Pokémon, die ausgestorben sind und sich vermutlich auch einfach im Laufe der Evolution weiterentwickelt haben. Dazu gibt es sogar zwei ganz konkrete Beispiele. Später lernen wir noch andere Fossil-Pokémon kennen. Das sind Anorith. Ich gehe jetzt mal nicht auf die Weiterentwicklung ein. Wir nehmen mal nur die ersten Entwicklungen. Lili, Cognodon, Schilderus, Galapafloss, Flapterix, Balgoraz und mein absoluter Liebling, das ist der Amarino. Und diese Fossil-Pokémon waren ausgestorben, beziehungsweise haben sich weiterentwickelt, doch die Fossilien kann man mit der modernen Technik der Pokémon tatsächlich wieder zum Leben erwecken. Und deswegen wissen wir auch, wie sie genau ausgesehen haben. Wir sehen jetzt hier, ne, Amonitas und Kabuto und Aerodactyl. Wir haben auch da unsere Lilip und ja, unser Cognodon und Schilderus. Also wir haben all diese Fossilien-Pokémon wieder zum Leben erwecken können. Und man hat auch herausgefunden, dass da wohl einen großen Meteoriten gegeben hat, der die meisten dieser Dinosaurier-Pokémon ausgelöscht hat, bis auf Flapterix und Galapafloss. Und da gibt es zwei interessante Pokédex-Einträge zu, und zwar in Pokémon Y besagt der Pokédex-Eintrag von Flapterix: Man nennt es den Urvater der Vogel-Pokémon. Da es nicht fliegen kann, bewegt es sich hüpfend von Ast zu Ast. Also Flapterix soll der Urvater aller Vogel-Pokémon sein. Vielleicht sogar der Urvater von legendären Vogel-Pokémon? Kann das sein? Ist das möglich? Und in der Mond-Edition besagt der Pokédex von Galapafloss: Man sagt, er sei der Vorfahre der meisten Schildkröten-Pokémon. Es lebte für etwa 100 Millionen Jahren im warmen Wasser. Also, wie sieht das aus? Gab es noch mehr Fossilien? Also, können wir vielleicht auch mehr Fossilien-Pokémon finden, die uns einen Hinweis darauf geben, wie sich unsere Pokémon entwickelt haben? Weil dann müsste ja aus Galapafloss quasi unser Lapras entstanden sein und auch das Schiggle und so. Das ist ziemlich interessant, wie ich finde. Die Fossilien-Pokémon sagen uns sehr viel über die, ja, frühe Entwicklung der verschiedenen Pokémon-Arten. Aber jetzt sind wir in der späten Entwicklung unseres Trainerprozesses auf Mili-Mili. Wir wollen endlich mal ein bisschen vorankommen. Oder? Da ist ein Pokéball hinter Felsen. Ich will es haben. Machen wir uns also jetzt lieber auf den Weg, ehe wir uns hier weiter verquatschen. Oh, hier gibt es noch so viele Felder, mit denen wir können noch so viel kämpfen. So, also Pichu geht's ganz gut. Brauchen wir erstmal nicht trainieren. Fukano könnten wir ein bisschen trainieren. Ich wäre allerdings fast dafür, die Wommel zu trainieren. Weil ob wir Fukano im Team behalten, das weiß ich nicht. Aber Wommel behalten wir im Team. Bei Vogel bin ich mir da auch gar nicht mal so sicher, ob wir Vogel behalten. Auch wenn man ihm ja unterschiedliche Nektar geben kann und er dann unterschiedliche Fähigkeiten hat und unterschiedliche Typen sogar. Aber gucken wir mal. Hier waren noch ein paar Trainer. Gehe ich doch einfach mal hier hoch. Und ich soll ja mit allen Trainern von Route 3 gekämpft haben. Bist du ein Trainer? Habe ich mit dir schon gekämpft? Ja. Genau, das hatte sie gesagt. Um gegen den Typen kämpfen zu können, muss ich hier mit allen Trainern gekämpft haben. Auf Route 3. Wo sind denn hier noch Trainer? Das auch nicht. Dann haben wir hier diesen Schatten, der da herumfliegt. Sind hier vielleicht noch Pokémon-Trainer drin gewesen? Wir haben uns das ja nicht ganz angeguckt, nachdem wir Wölkchen gerettet haben. Oh, so schön hier. Das ist hier am Mili-Mili im Blumenmeer. Das ist echt schön. Also hier sind auf jeden Fall noch Leute. Denen können wir ganz bestimmt mal reden. Ja, wir müssen da durch. Ach, ich muss mich durchprügeln. Ich will nicht. Nein! Aber dann können wir gleich mal gucken, was Wommel alles so kann. Oh nein, wir kämpfen wahrscheinlich gleich wieder gegen ein Vogel, der Kuriogel. Los, Wommel! Oh Gott, du als Käfer-Pokémon hast hier aber schlechte Karten.
Puh, vielleicht macht deine Mondgewalt ja ordentlich Schaden. Komm schon, Wommel, Mondgewalt, du kannst es tun! Wow, wow. Stark, sehr stark. Wow, gute Verteidigung, gute Verteidigung. Sehr schön. Los, einmal Wommel, nochmal Mondgewalt einsetzen. Bei der Macht des Mondes! Also müssten wir jetzt eigentlich wieder so einen coolen Move machen und dann sind wir Sailor Moona. Wow, okay, das waren viele Erfahrungspunkte. Level 16 läuft bei uns. Diebeskuss. Diebeskuss, was bist du denn nochmal genau gewesen? Der Anwender zieht dem Ziel mit einem Kuss KP ab. Die Höhe der Heilung beträgt mehr als die Hälfte des beim Ziel angerichteten Schadens. Also Absorber ist halt tollste Pflanzenattacke, Kieferhauch ist eine tolle Kieferattacke, Stachelspore, da bin ich jetzt gar nicht mal so der Freund von. Nehmen wir mal mit. Um uns heilen zu können, ist das eine schöne Möglichkeit mit Diebeskuss. Nehmen wir einfach mal mit. Wir können ja sowieso jederzeit wieder rumwechseln, wenn wir wollen. Auf, los geht's los. Ich will gucken, ob ich noch Trainer vermöbeln kann. Dop, 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 dop. Okay, beschwert sich nur darüber, dass seine Freundin verschwunden ist. Das hatten wir schon. Gegen Halla müssten wir eigentlich stark genug sein. Ihr hattet mir auch geschrieben, da bin ich, weiß Gott, stark genug. Wommel, Wommel gegen Wommel. Ein gnadenloser Kampf liegt in der Luft. Ein Blitz ist ein elektrischer Schlag. Doch dagegen... Komm, hier, hier mal wieder. Wommel gegen Wommel ist jetzt nicht gerade das Spannendste. Muss ja auch nicht immer alles verprügeln. Hier möchte ich gerne durch. Da war nämlich ein Trainer am anderen Ende. Es sind schon sehr viele Pokémon hier im hohen Gras immer. Auch wenn diese Animation super schön aussieht. Okay, jetzt Koriogel. Das Koriogel mache ich jetzt fertig. Kipp, kipp! Oder auch nicht, es ist Stufe 12. Diebeskuss. Rechte Hand bringt dir gar nichts. Sehr gut, dann ziehen wir dir jetzt mal ein bisschen was ab. Das war viel. Das war sehr viel. Das hat uns fast vollständig vollgeheilt und Mondgewalt sollte jetzt den Rest liefern. Wammel! Du kannst es tun, oh Wammelmoon! Oh, na, nicht ganz. Nicht ganz. Au, das hat mehr wehgetan, als ich geahnt hatte. Nochmal Liebeskuss, bitte. Wenigstens hat das keine Hilfe gerufen. Das ist jetzt unangenehm gewesen. Wenigstens ein kleines bisschen heilen möchte ich mich. Wenn es nur 2 KP sind. Auf dem Level sind 2 KP wesentlich mehr, als man erwarten könnte, würde, sollte. Kann ich jetzt bitte endlich mal hier durch? Oh, er sucht mich schon wieder. Ach, ich fühle mich so geliebt. Das macht so viel Spaß. Ich werde ihn noch ein bisschen auf die Folter spannen. Ernsthaft? Das ist eine... Deswegen bin ich herübergelaufen, um festzustellen, dass sie ihren Freund einfach nur veralbert. Ein Raupi. Los, Wobbel. Was macht ein Raupi hier? Naja, gut, ich kann mir vorstellen, was... Das ist aber ein ziemlich starkes Raupi. Ist ja schon kurz davor, sich zweimal gleich weiterzuentwickeln hintereinander. Gut, kann man machen. Knutschen wir das kleine Ding mal ab. Oh, das hat fast komplett... Wow, das hat fast komplett gereicht. So haben wir uns wenigstens voll geheilt. Ja, mach du nur mit deinem Fadenschuss, mein Freund. Das ist mir egal. Okay, mir gefällt das Moveset von Wommel bis jetzt sehr gut. Ich glaube... Ah, no. Super. Raupi ruft Raupi. Kann da nicht auch die Chance bestehen, dass das Raupi ein Smetbo herbeiruft oder sowas? War das nicht so? Hat mir irgendwie sowas in die Kommentare geschrieben. Ich meine ja, dass das ging. Hätte ja klappen können. Jetzt müssen wir das andere noch fertig machen. Käferbiss. Das ist mir egal. Das ist nämlich nicht sehr effektiv. Bro, Mondgewalt. Ups, das war die falsche Seite. Treffe ich trotzdem das richtige Pokémon damit? Ja. Sehr gut. Fertig. Job's dann. Hätte jetzt klappen können. Es hätte ja sein können, dass es Raub wenigstens hat. Endlich mal ein Pokémon erfolgreich um Hilfe gerufen. Das ist doch schon auch mal was wert. Hatten wir nicht einen Schutz irgendwo? Meinte ich, hätte Schutz gekauft. Nein, anscheinend nicht, oder? Das Schutz. Doch, einsetzen. Bitte. Einmal einsetzen. Dankeschön. Das ist mir nämlich doch ein bisschen viel hier. Zumal es ja hier auch noch weitergeht. Noch mehr. Oh. Jetzt hätte ich fast den Giftstich übersehen. Das ist ein ganz nützliches Item. Das verstärkt Giftattacken. Ist hier auch noch irgendwo eins? Hier kann ich Fotos machen. Oh ja. Oh bitte.
Oh, wie schön. Oh, ist das schön. Jogel. Oh. Oh mein Gott. Wie schön. Das Wammel und ist zu dem Koriogel geflogen. Oh, ist das. Ist das süß. Okay, und? Und das kommt nochmal angeflogen. Und. Noch irgendwo was anderes? Nein. Es ist nur mehr diese Szene mit dem Koriogel und dem Wommel. Wenn das jetzt nochmal da vorbeikommen würde, während das Koriogel gerade so voll am Abdancen ist. Okay, da sind uns jetzt die Filme ausgegangen. Bei einem hat er doch so richtig. Hier ist er irgendwie richtig abgegangen, hat sich mega gefreut. Hier aber auch, als es getanzt hat. Ich finde das hier voll schön. Ich finde das schön. Ich möchte das nehmen. Dieses Foto gefällt mir. Und dann gucken wir mal. Ein guter Winkel. Oh mein Gott, so viele Kommentare. Das ist ein Pokémon, oder? Das Pokémon strahlt regelrecht. Es müsste etwas größer sein. Ich möchte sie alle beide haben. Ist das ein Paradies? Hier bei mir regnet es. Klar, ist klares Wetter. Da möchte ich gleich selber fotografieren gehen. Macht bitte ein niedliches Foto. Oh mein Gott, so viele Bewertungen. Die Leute finden unsere Sachen total... Alter, der Bewertungsrekord. Mega. Uhu. Glückwunsch, du hast mindestens 10.000 gute Bewertungen erhalten. Dafür rüste ich deinen Pokémon-Sucher auf Version 3 auf. Daten werden empfangen. Bitte erwarte einen Moment. Bitte warten. Bitte warten. Ich bin fertig. Version 3 bietet eine verbesserte Zoom-Funktion. Oh, das speichern wir jetzt. Speichern wir jetzt bitte erstmal. Bitte speichern. Fertig. Und ich möchte jetzt mal mit der Zoom-Funktion. Wie viel besser ist die jetzt? Zoom-Funktion wurde Verbesserung, die Steuerung bleibt allerdings unverändert. Wollte ich gar nicht, ich wollte ranzoomen. Also kann man das ein- und ausblenden, das Ganze. Tatsächlich. Tanzt du mal? Es danzt auf jeden Fall ab. Kein Wommel hier, ne? Schade, immer Pech. Das Wommel ist jetzt weggewommelt. Kannst du nochmal tanzen, Hase? Tanzen! Komm schon. Can you feel the music? Ach, mega cute. Es ist super schön hier. Ich muss noch mal gucken unterwegs, ob wir nicht vielleicht noch andere Fotopunkte finden. Okay, da bin ich jetzt nicht so zufrieden mit. Ja. Kann ich auch nicht ewig warten. Gut, dann gehe ich jetzt hier noch raus. Also da konnte man wunderbar Fotos machen. Schön, habe ich das wenigstens mal nicht verpasst. Ist doch auch mal was wert. Achso, falsch. Ich muss ja da oben lang. Schutz wirkt bestimmt gleich nicht mehr. Und dann renne ich ins nächstbeste Riesen-Pokémon. Mal gucken, ob ich irgendwas sammeln kann. Ach, nee, brauchst du jetzt nicht. Ist okay. Komme ich ohne Probleme runter und ohne Probleme raus. Vielleicht gibt es beim Friedhof noch einen Fotopunkt. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ich habe doch hier gegen alle Trainer gekämpft, oder? Sind wir damit noch nicht fertig? Kommen hier noch ganz viele Trainer? Wahrscheinlich. Ach ja, es kommen hier noch ganz viele Trainer. Na dann. Gebe ich meinen Fukano ein Item zum Tragen, entlockt es ihm zusätzliche Kräfte. Oh nein, er hat ein Fukano. Mein armes kleines Wommel. Mal gucken, ob wir es schaffen können, gegen Jay, die Trainerhoffnung anzukommen. Wie die immer nur alle ein Pokémon besitzen. Was ist denn hier los? Ändert sich das noch im Spiel? Hoffe ich doch. Boah, er hat das Pokémon in einem Superball gefangen. Wenigstens haben sie daran mal gedacht, dass die Trainer nicht alle nur Pokébälle haben. Puh, das könnte ein harter Kampf werden. Wir nehmen jetzt nichts davon, weil nichts davon sehr effektiv ist. Wir wechseln jetzt einfach mal zu Marikek in dem Fall, weil das am sinnvollsten ist. Gegen ein Feuer-Pokémon. Hast du gut gemacht, Wommel. Mein kleines Schnipsi-Pupsi. Los, Marikek! Ja, Blut wäre jetzt unangenehm gewesen. Ja, klar, gegen Fukano kommen wir halt nicht an, ne? Ja, dann nehmen wir die Wasserdüse, denn damit sind wir am schnellsten. Okay, die Flinkklaue hätte sowieso... Ja, kann man ja nicht ahnen. Wow, das war wirklich sehr effektiv. Weggerockt. Oh, Level 17 für Wommel schon. Das ging wahnsinnig schnell. Ich hätte als Trainer wohl selbst ein Item einsetzen sollen. Und so viel Geld. Wir kriegen jetzt schon so viel Geld von den Trainern? Oder ist er einfach nur besonders reich? Gib deinem Pokémon Items zum Tragen, die am besten zu deinem Kampfstil passen. Ja, das versuche ich auch. Oh, ein Pokéball. Dun, dun, dun.
Ob es hier auch irgendwo so Aussichtspunkte mal gibt. Ich suche ja immer nach Aussichtspunkten, an denen man mal proben und fotografieren kann. Da unten sind auf jeden Fall noch hohe Grasflächen. Gibt es wahrscheinlich noch ganz andere Beeren, ganz andere Pokémon zu fangen. Sag mal, Milimili ist ja wirklich ziemlich riesig, ne? Klar gibt es da viele Pokémon, aber hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so krass ist. Und noch mehr Beeren. Da unten ist eine Höhle. Hier Fotos machen wäre voll schön. Geht aber nicht. Schade. Hier wäre voll schön. Ein schöner Ort zum Fotos machen. Nächster Trainer. Hallo, du wohnst hier in der Gegend, oder? Ne, ich bin gar kein Trainer. Was hast du denn gedacht? Ich hätte da eine Bitte an dich. Würdest du mir kurz zuhören? Klar doch. Oh, vielen Dank. Die jungen Leute in Alola wissen eben noch, was Gastfreundschaft ist. Ich bin hier gerade in den Flitterwochen, aber seit meine Süße neulich zum ersten Mal einen Wuffels gesehen hat, redet sie von nichts anderem mehr. Sie ist völlig verrückt nach seinem zackigen Fellkragen und seinem buschigen Schweif. Am Tenkerradhügel gibt es offenbar jede Menge Wuffels, aber ich kenne mich hier nicht aus. Deshalb meine Bitte, würdest du für mich zum Tenkerradhügel gehen und eins fangen? Dann könnte ich einen Blick auf deinen Pokédex werfen und mir selbst eins schnappen. Du bekommst natürlich auch eine Belohnung für deine Mühen. Also, was sagst du? Bitte hilf mir. Natürlich kein Problem, deiner Freundin habe ich auch schon geholfen. Inselwanderschaftsschild. Wenn du das Blumenmeer gründlich erforscht, findest du vielleicht einen Weg, der dich an einen unerwarteten Ort führt. Oh! 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 Nein, ich renne da jetzt nicht hin zurück. Ich bin da mit dem Fuß gegen. Ich bin so ein Tollpatsch. Wir sind jetzt erstmal wieder auf Route 1. Moment, wir haben doch jetzt auf Route 3 alle Trainer besiegt. Warte. Können wir jetzt den fetten Trainer... Den krassen Trainer besiegen. Den korrekt krassen, starken Trainer, der da sofort so krass steht und sich für die vor der Beste hält. Junge! Oh, der Wasserfall ist cool. Kann ich mir den angucken, den Wasserfall? Nee. Hast du etwa alle Trainer auf Route 3 besiegt? Damit bringst du mein sanftes Herz noch eher zum Beben als ein frischer Frühlingswind. Wollen wir anfangen? Es wartet ein Kampf, der unser beide Herzen zum Beben bringt. Okay. Eine erfreuliche Antwort. Der Profi der roten Karte wird sich dir nun in den Weg stellen. Oh, ich bin sehr gespannt, was da jetzt auf uns zukommt. Der Profi der roten Karte. Wow, Ass-Trainer Christopher. Der hat sogar zwei Pokémon. Das ist ja mal eine Leistung. Ein Wuffels. Oh, die sind so süß. Los, Wammel, du bist dran. Jupp. Wie wäre es da erstmal mit der Mondgewalt? Bei der Macht des Mondes. Ich habe die Kraft und bestrafe Wuffels dafür, dass es so süß ist. Nein, das geht eigentlich... Oh, der Spezialangriff sinkt. Das bringt jetzt nicht so viel. Es zeigt rote Karte und ein anderes Pokémon wird herbeigerufen. Das ist interessant. Tarnsteine tun doch weh, wenn ein anderes Pokémon herbeigerufen wird. Soll heißen, er will uns quasi damit schaden, indem er immer wieder unser Pokémon austauscht. Und unsere Pokémon dann Schaden nehmen. Das ist interessant. Ja, unser Koriogel wird nicht so viel Schaden machen. Ich benutze jetzt einfach mal Heuler. Oh oh. Nein, Koriogel! Um den Angriff zu schwächen von unserem Wuffels dort. Und nochmal Heuler, bitte. Weil dann macht uns der Biss auch fast nichts mehr aus. Nicht zurückschrecken, schön Heuler draufballern. Und dann können wir Koriogel heilen und selber draufhauen. Sei denn, wir schrecken zurück. So, der Angriff von Wuffels sollte jetzt ziemlich unten sein. Wir könnten jetzt auch gucken, dass wir doch ein anderes Pokémon rufen, sonst wird das echt schwierig. In dem Fall wäre ich für Fukano. Einfach, um mal jedes Pokémon gesehen zu haben. Vogel, komm mal zurück. Vogel. Ja, ein Pokémon, das Vogel heißt, wäre so lustig, einfach sagt Vogel. Aua, die Steine tun weh. Ja, das bringt dir jetzt nicht annähernd so viel. Gut, dann setzen wir mal Glut ein. Falls wir dürfen, falls Biss uns nicht zurückschreckt. Ja, Biss hat uns zurückgeschreckt. Das hatte ich befürchtet. Aua, jetzt wird es aber langsam unangenehm. Komm, Glut drauf. Das ist auch nicht sehr effektiv. Wieso ist das nicht sehr effektiv gegen ein Wuffels? Was bist du denn für ein Typ? Bist du ein Gesteins-Pokémon, nicht wahr?
Du warst ein Gesteins-Pokémon, wenn ich mich richtig erinnere. Ich meine, ja. Ich meine, du warst ein Gesteins-Pokémon. Oh, oh. Oh, oh. Nicht cool. Nicht cool. Beutel. Brauche Trank. Brauche Trank. Muss heilen. Jawoll. Ach, dieser Biss wird langsam langweilig. Kann er nichts anderes außer zuschnappen? Ich würde ihm mal einen Maulkorb umhängen. Ja, stimmt. Wuffels war ja nicht das typische ich bin ein Normal-Pokémon. Deswegen sind ja auch Wommels Attacken dagegen nicht effektiv. So. Oh, so süß. Fleckmon, ich möchte ein Pokémon wechseln. Pichu? Du bist dran. Vulkanaus, das ist sehr schön gemacht. Es geht los, Pichu. Du schaffst das. So, Fleckmon wird eingesetzt. Wir erleiden Schaden von den Steinen, ist vollkommen klar. Wir setzen jetzt aber erstmal die Donnerwelle ein, um Fleckmon zu paralysieren. Ich meine, es ist eh schon langsam genug. Es ist ja quasi von Natur aus paralysiert, aber ihr wisst, was ich meine. Oh, nicht den Gähner. Dann schlafen wir ja gleich ein. So ein Mist. Wir schaffen es trotzdem mit dem Donnerschock. Pichu? Oh, wie ein Hyperheiler einsetzt. Egal. Pichu, Donnerschock-Attacke! Ja, immerhin schon. Hast du sehr gut gemacht. Weiter so, Pichu. Volltreffer, ehrlich? Was? Rote Karte? Okay, damit hast du jetzt auch ein Problem. Wommel kann doch gar nicht von spitzen Steinen getroffen werden. Wommel fliegt doch. Ich hau jetzt einen Silberhauch drauf. Das hast du jetzt davon. Rote Karte? Nimmst mein stärkstes Pokémon? Bitte. Oh, nicht schon wieder der Gähner. All meine Pokémon werden hier müde gemacht. Das ist nicht nett. Absorber! Los, Wommel! Das hat nicht mal gereicht. Oh, sowas Dummes von mir. Ich hatte geahnt, dass das vielleicht gerade so nicht reicht. Jetzt sind wir ganz nass und eingeschlafen. Tja, da können wir immer noch ein Pokémon einwechseln. Und zwar unser Marikek. Und im Notfall haben wir immer noch Togedemaru. Mag, 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 mag. Das mit dem, mit der roten Karte und spitzen Steinen, das ist eine ziemlich interessante Sache. Tja, wie wär's denn mit Pfund? Einfach Pfund, einfach Patsch! Mit der Ohrfeige besiegt, das musst du auch erstmal hinkriegen. Ja, dann wollen wir mal meine Pokémon pflegen. Pichu Level 19. Mein Stolz ist härter als ein Diamant und trotzdem konntest du ihn verletzen. Das ist ein cooler Dude. Das geht so nicht hier, komm. Müssen wir mal wegmachen. Wie hast du dich denn so staubig gemacht in einem Kampf gegen einen Fleckmon? Das ist vom Boden hier, was? Ja. Dann haben wir hier noch Wommel. Das ist gerade am Rumschlerfen. Das geht auch nicht. Du musst gerade mal aufgeweckt werden. Tup, 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 tup. Na komm. Guten Morgen. Guten Morgen, mein Schatz. Das ist aber lange, bis du mal wach wirst. Guten Morgen, mein Schatz. Ja. Wer kann hier noch Pflege gebrauchen? Pichu ist mit Leidenschaft gezogen worden. Ach, du auch. Also, ist unglaublich mit euch. Schlimm, schlimm. Guck dir das an. Oh, mein Telefon klingelt. Tja, dann ist das doch ein ganz guter Moment, um zu sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Pokémon. Ich muss bürsten. Danke fürs Zuschauen, kommentieren, bewerten und teilen. Macht's gut!